So, wenn ich dann kurz eure Aufmerksamkeit hier auf die Ecke lenken dürfte, zum ersten Fan-Talk, präsentiert von T&S Amaskin, ihr Spezialist für Neubau, Umbau und Altbausanierung. Und der Premierengast vom Fan-Talk ist Fabian Black. Herzlich willkommen. Wie geht's? Ja, mir geht's ganz gut soweit. Ein bisschen müde. Ich bin halt vor einer Woche aus Taipei wiedergekommen, aus Taiwan. Bei der Universiade war ich da. Bin jetzt Donnerstag ins Training eingestiegen bei den Eisbären Bremerhaven hier wieder. Und ja, ein bisschen schwere Beine habe ich noch. Ja, erzähl ein bisschen, wie war das in Taipei bei der Universiade? Ihr seid, glaube ich, Fünfter geworden? Genau, wir sind Fünfter geworden, haben leider nicht die Erwartungen erfüllt, die wir selber an uns hatten. Wir wollten eigentlich eine Medaille holen, haben wir leider nicht geschafft. So war es ein sehr schönes Ereignis. Man kann sich das vorstellen wie eine kleine Olympiade. Halt alle möglichen Sportarten sind da, alle möglichen Länder sind da. Man läuft am Anfang in ein Stadion ein bei der Eröffnungszeremonie. Und da sind halt 30.000 Asiaten, die einen zuklatschen, abends schöne Atmosphäre mit Musik dabei. Und man hat halt die ganze Zeit das Gefühl, dass man sich mit Athleten austauscht, mit anderen Ländern austauscht. Und das war ein sehr schönes Ereignis für mich, ja. Wer hat in deiner Mannschaft mitgespielt? Was waren da so für Kollegen dabei? Einige kennt man dann ja auch, die meisten wahrscheinlich auch. Also zumindest die Basketballinteressierten. Genau, wir hatten einige dabei aus der Bundesliga auch, die in meinem Alter sind oder auch jünger sind. Ob die aus Bamberg, Berlin kommen, aus Gotha, aus Bonn, da waren einige dabei, gegen die wir wieder spielen werden, die ich hier wieder treffen werde. Darauf freue ich mich sehr und ich hoffe, dass wir gegen die gewinnen werden. Jetzt bist du, natürlich, jetzt bist du wieder in Bremerhaven seit 1, 2, 3, 4 Tagen im Training wieder. Wie ist es so, wieder an der Küste zu sein, oben bei uns im hohen Norden? Sehr schön. Ich habe den Sommer nicht hier verbracht. Ich war den ganzen Sommer überhaupt in Hagen, in Brickerfeld, bei meiner Familie. Habe Urlaub gemacht, war mit der A2 unterwegs und ich freue mich jetzt wieder hier zu sein seit einer Woche. Ich kenne die meisten Jungs hier vom letzten Jahr. Die neuen Jungs sind auch super. Ich habe jetzt seit 3 Tagen nur gute Erfahrungen gemacht mit den Jungs. Die haben heute wieder gut gespielt, genauso wie sie es in Belgrad gemacht haben. Und ja, da habe ich riesen Vorfreude auf die Saison. Wie wichtig ist das, dass man die meisten kennt? Ist einfacher für mich, vor allem jetzt in der Situation, dass ich so spät zum Team gestoßen bin. Ich weiß, wie viele denken, wie viele spielen, wo sie den Ball haben wollen, wie sie agieren, wie sie laufen im Spiel. Und das macht es für mich gerade einfacher, jetzt in das Team reinzukommen als Neuer sozusagen. Was kann man von der Mannschaft erwarten? Oder was erwartet ihr von euch selbst? Und was hast du für persönliche Ziele, Erwartungen an dich für die kommende Saison? Ja, Erwartungen ist jetzt ein bisschen früh gesagt. Ich bin jetzt 3 Tage bei der Mannschaft dabei. Aber wir haben gesehen, die haben jetzt in Belgrad sehr gut gespielt, heute auch wieder gewonnen. Wir wollen halt jedes Heimspiel hier gewinnen oder natürlich jeden Gegner ärgern, egal ob es Bayern München ist oder Gotha halt. Wir wollen hier immer gewinnen, auswärts wollen wir auch unser Bestes geben und hoffen, dass wir dann mit dem bestmöglichen Resultat am Ende der Saison dastehen. Und für dich, hast du dir irgendwelche Ziele gesetzt für diese Saison? Persönliche Ziele, man will immer gesund bleiben, verletzungsfrei durch die Saison gehen. Ja, und persönlich, ich will ans letzte Jahr anknüpfen. Ich glaube, ich habe sehr gut gespielt letztes Jahr, habe meine Rolle gut ausgefüllt, will dann noch eine Schippe drauflegen und ja, ich freue mich einfach auf die nächste Saison. Reden wir kurz über heute, war jetzt das erste Mal, dass du dieses Trikot trägst gegen die Bucken Bears. Wir haben gewonnen, 83-77. Du hast, lass mich kurz auf die Statistik gucken, kurz, naja, doch 16 Minuten gespielt, 9 Punkte gemacht. Zufrieden? Ja, die Hauptsache ist erstmal, dass wir gewonnen haben. Da ist mir egal, wie viele Punkte oder sonst was ich mache. Ich wollte mit dem Sieg anfangen, ich wollte, dass die Fans sich freuen, dass sie hingekommen sind, dass wir einen schönen Basketball zeigen, dass wir gewinnen, dass wir auch zeigen, dass wir als Team zusammenspielen können. Und das war das Wichtigste. Und dass ich halt ein paar Pünktchen noch gemacht habe, kommt dazu. Ich bin jetzt 3 Tage bei der Mannschaft dabei und da freut man sich auch selber persönlich darüber. Das war jetzt ja keine Laufkundschaft, das war der dänische Rekordmeister, gegen den wir gespielt haben. Das dritte Viertel war so ein bisschen holprig, sag ich mal, aber am Ende dann doch spannend gemacht, aber gut nach Hause gefahren. Oder habe ich das falsch zusammengefasst? Ja, die sind ganz gut, ganz aggressiv aus der Halbzeit gekommen. Da hatten wir kurz Probleme dabei, waren glaube ich mit 8 hinten sogar. Das Gute ist, dass wir Charakter gezeigt haben und ich hoffe, das machen wir auch über diese ganze Saison, dass wir nicht die Köpfe hängen lassen, sondern weiter an uns glauben und einfach unseren Stiefel spielen. Vielen Dank, Fabian Black. Dieser spontane große Applaus, den du jetzt gerade hörst, kommt von den Fans. Wir sehen uns wieder am 5. Oktober gegen Ludwigsburg. Mach's gut, Fabi. Das war der Fan-Talk, präsentiert von T&S Amaskin, ihr Spezialist für Neubau, Umbau und Altbausanierung. Macht's gut, Nachbarn. Wir sehen uns. Schönes Wochenende.